Herzlich willkommen zum Short View Review Let's View über das Filmalbum Nummer 2 aus dem Hause Bastei mit dem Titel Karawane der Tapferen, ein Ewok-Abenteuer, ein Star Wars Spin-Off, also das einzige Star Wars Spin-Off, was es damals gab, von 1985 muss das gewesen sein, oder 86. Das werden wir gleich genauer sehen, wenn wir das Buch aufschlagen. Was kann man dazu ganz grob erstmal sagen? Wir haben ein schönes Motiv der beiden Hauptfiguren, Cindy und Mace, zwei Geschwister, die auf dem Endor-Planeten abgestürzt sind, oder den Waldmond Endor, wo sie auf die Ewoks treffen. Diese Geschichte war alternativ, die hat nichts mit dem normalen Star Wars-Universum so zu tun. Die spielt zwar im Universum, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass dort der Kampf um den Todesstern stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt. Die Ewoks waren sehr beliebt, aufgrund dessen wurde dieses TV-Special, es ist ein TV-Special in Amerika gewesen, das auch eine Fortsetzung, Kampf um Endor, mit sich zog. Beide TV-Specials haben es bei uns in die Kinos geschafft. Ja, wir durften diese Ewok-Abenteuer im Kino erleben. Inzwischen gibt es sie auch auf DVD, Blu-ray wird bestimmt auch noch irgendwann kommen, obwohl ich gehört habe, ich muss zugeben, ich habe die DVD noch nicht davon gehört, die soll sich ein bisschen vom Kinoton unterscheiden. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir schauen uns dieses Filmalbum an, das Storybuch nach dem gleichnamigen Film. So, ist auch in einem wunderbaren Zustand. Deswegen bin ich auch vorsichtig beim Aufblättern. So ein bisschen magisch ist das schon. Hier sehen wir eben halt so eine Art Fee oder Elfe, die im Film vorkommt. So, ich versuche das vorsichtig mal zu öffnen. Ich möchte sehr vorsichtig sein, weil es ist alt. Ich möchte nicht, dass es bricht, deswegen werde ich das nicht komplett aufschlagen. Hier sehen wir die Karawane. Das ist ja die Karawane der Tapferen. Hier sehen wir nochmal Cindy und Mace mit Wicket. Ja, Wicket spielt hier die Hauptrolle, der Ewok, der Prinzessin Leia gerettet hat. Damals im Rückkehr der Jedi-Ritter. So, hier können wir sehen, ich gucke gerade mal, haben wir ein Datum hier? Damals hat man das leider nicht immer hingeschrieben. Doch da, 1985. Das ist von 1985. Wir haben hier so ein bisschen die Geschichte, wie es geht. Hier haben wir Ewoks. Dem Raumschiff sind sie abgestürzt. Noch ein Ewok an so einem Flugleiter. Erinnert uns natürlich an Rückkehr der Jedi-Ritter. Hier ist es so, wenn ich das so sehe, so ein bisschen geschichtsartig aufgeschrieben, also ein bisschen romanmäßig, wo es keinen Roman direkt gibt. Mace, der hatte so eine kleine Laserwaffe, nicht wirklich ein Blaster, wie wir ihn kennen von Star Wars, aber er versucht sich zu verteidigen und oben zwei Ewoks, die ihn finden. Und dieses abgestürzte Raumschiff, die Eltern waren entführt worden von einem Bösewicht und die wollen sie befreien. So, das war eigentlich die Geschichte des Ganzen. Und ist halt eine Jugendgeschichte. Die zweite, Kampf um Endor, war schon ein bisschen härter. Nee, nicht Cindy. Sindel hieß das Mädchen. Sindel. Nicht Cindy. Ich komme immer auf Cindy, aber Sindel war das. So. Noch weiter geht es. Ein bisschen schwer. Ich muss, wie gesagt, ich möchte sehr vorsichtig blättern, weil es schon sehr alt ist und auch in einem sehr guten Zustand. Hier sehen wir Mace. Und sein Baumabenteuer, wo er in den Baum greift und nicht mehr rauskommt, weil ein Monster drin ist. Der Ewok, Wicket und Sindel. Ich glaube auch wieder von Warwick Davis gespielt, der auch Willow dann spielte und jetzt auch wieder spielen wird. Ein Bild vom Waldmond Endor. Hier haben sie ein großes Monster erledigt, was dann zu Nahrungszwecken natürlich und Reittier benutzt wurde. Auch hier Ewoks, so ein bisschen magisch waren die angehaucht, so ein bisschen mythisch, um die Eltern zu finden. Also es hatte so ein bisschen was von indianisch, es war halt ein bisschen Magie, Macht würde ich nicht sagen, aber Magie mehr wirkte das. Die Ewoks wurden ganz gut ausgeschmückt, es gab ein paar neue Ewoks, aber auch viele Gesichter, die wir kannten. So, Pferde gab es auch, echte Pferde, wie wir sehen.
Gneis, da berührte die Wasseroberfläche. Wir sehen, hier ist nicht viel Hintergrund, hier ist jetzt wirklich die Handlung erzählt, so ein bisschen leichte Romanform, wie gesagt. Weitere Bilder von Sindel und von Mace und Wicket. Da werden sie von Elfen oder von den Feen so ein bisschen belagert, unten links das Bild. Hier weiter die Karawane, weil sie reiten ja hin, um ihre Eltern zu treffen oder zu suchen. Auch hier begeben sich in Gefahr. Es ist sehr spannend inszeniert für damals. Also mitgefiebert. Da musste sie über ein großes Spinnennetz laufen. Und ihr seht es, da kam auch eine Spinne. Das war echt wow. Sehr unheimlich. Und hier seht ihr Riesenstufen. Denn ein Riesenmonster hatte sie entführt. Ein Riese. Das erinnert so ein bisschen an die Geschichte mit der Bohnenranke, mit dem Riesen, der auf den die gefangen genommen hat. Also und essen wollte. Ja, die Eltern in Gefangenschaft. Und die Ewoks werden auch gefangen genommen. Also wie gesagt, das erinnert so ein bisschen dann an ja, Jack und die Bohnenranke oder wie das Ganze hieß. Also wenn ich das mir jetzt so betrachte, spontan, ich habe mal gar nicht drüber nachgedacht. Ja, auch ein Ewok lässt sein Leben, opfert sich für die neuen Freunde. Hier sehen wir die Eltern. Und die Kinder sehr, sehr mutig, sind über sich hinausgewachsen. Und die Karawane wieder. Ja, das war das Filmbuch. Hier haben wir ja nochmal dasselbe, was wir am Anfang gesehen haben. Wie ihr seht, das war das Filmalbum Nummer 2 aus dem Hause Bastei von 1985. Karawane der Tapferin, ein Ewok-Abenteuer. Ja, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, ein Abo, darüber freue ich mich, und kommentiert. Habt ihr den Film damals im Kino gesehen? Habt ihr ihn auf Video gesehen? Oder DVD? Wie fandet ihr ihn? Und ja, ich freue mich über alles, was ihr zu sagen habt. Und das war's. Bis zum nächsten Mal.